Hallo Leute, herzlich willkommen zum letzten MPBL-Spieltag der Season Nummer 2 gegen Nico Raschi und seinem Team. Ich habe keine Ahnung mehr, wie es heißt. Ich glaube, Demeteros Teetrinker. Ich bin mir da... Doch, ich glaube schon. Wir haben dabei ein wunderschönes Kirin, ein Azumarill, ein Crobat, ein Meloetta, ein Terrakium und ein Rotom Heat. Die Sets seht ihr hier. Ich werde jetzt nicht allzu genau darauf eingehen, denn ich sag's ganz ehrlich, ich habe mir nicht allzu viel bei den Sets gedacht, denn es ist eigentlich komplett egal, was wir jetzt hier machen. War auch schon am letzten Spieltag egal, deshalb kam da auch ein bisschen Meme-Kämpfe. Es war, glaube ich, schon auch schon am vorletzten Spieltag fast schon egal, was da passiert ist. Für mich zumindest, denn ich meine, es stand sowieso vom Anfang an fest, dass ich nicht in die Playoffs kommen werde. Aber zu diesem Abschluss kommen wir dann später noch. Wir sehen auf seiner Seite auf jeden Fall Quajutsu, Kagoron, Florges, Nidoqueen, Moruta und Zytomega. Ich muss sagen, ich war wirklich enttäuscht, dass kein Regen kam. Regen hätte dieses Team zerfetzt wie sonst was. Das wäre auch komplett okay gewesen. Aber er dachte sich, nee, Regen ist ja langweilig und so. Aber naja, dafür hat er hier zumindest dem Anschein nach ein sehr defensives Team. Denn bis auf Greninja sind das halt alles so Monster, die eher bulky sind, als dass sie verdammt viel Damage austeilen. Also das Ding ist halt, ich gehe nicht davon aus, dass das wieder so ein Autotomie-Kagoron ist, weil das also allein von Rotom Heat komplett gewollt wird. Zytomega könnte eine Calmite-Variante sein. Das habe ich mir überlegt, dass das kommen kann. Also Zytomega wird wahrscheinlich mit Greninja zusammen eher der Damage-Dealer sein, potenziell noch Nidoqueen. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in den Kampf hinein und schauen, wie das so läuft. Pokémon-Trainer Max fordert dich heraus, der Kampf beginnt. Ich habe mit Kyurem geleadet, weil das eigentlich der beste Lead für mich war, denn dass er mit Florges leadet, war relativ unwahrscheinlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass Greninja kommt, ist eigentlich am höchsten und den kann ich halt potenziell hier schon gefühlt rausnehmen. Hier war ich ein bisschen von mir selber enttäuscht, dass ich hier eiskalt nicht die Flash Cannon auf dieses Kyurem gepackt habe, denn dass der jetzt in Florgets gehen wird, war natürlich obvious wie sonst was und der kriegt jetzt halt Choice Specs Eisstrahl ab. Und der macht nicht wirklich viel Schaden, also es war eigentlich ganz guter Schaden, wenn man nicht wüsste, dass ich Choice Specs bin und das war, da dachte ich mir schon, ich habe in dem Kampf übrigens nichts gekalkt, dass das ein defensives Florgets hier ist. Also war das komplett fein für mich an der Stelle. Ich gehe jetzt hier in mein Crobat, denn Crobat soll dieses Florges einfach komplett ausnutzen und hier auf ein schönes Ränkeschmied gehen. Denn das Ränkeschmied-Set von Crobat hatte ich bis jetzt noch nicht dabei und da dachte ich mir, hey, das ist eigentlich genau der perfekte Moment, das mitzunehmen. Wenn er auf Toxin geht, hier meine U-Turn predicted. Wobei ich prinzipiell hier eigentlich halt gar kein Problem damit gehabt hätte, wenn ich jetzt mit irgendwas anderem reingekommen wäre. Weil dann hätte ich damit Druck aufbauen können, zum Beispiel wie mit der Zimmere. Gehe jetzt hier auf eine wunderschöne Hitzewelle und die macht leider nicht ganz über die Hälfte und ich war mir hier halt nicht sicher und dachte, vielleicht ist es eine Mineral, komm, wir probieren es jetzt einfach mal, ich bin mir zu 1000% sicher, auch ohne, dass ich kalken muss, dass der nächste Eisstrahl hier nicht reichen wird. Leider hat er hier die 50% Beere, was für mich ziemlich doof ist, was mir wiederum aber bestätigt, dass er mich auf keinen Fall rausnehmen kann. Und ja, deshalb überleben wir den ganzen Movie. Das heißt, mit Life Orb hätten wir den tatsächlich gar nicht überlebt, da habe ich Crobat vielleicht ein bisschen überschätzt, aber naja. Hier bin ich dann in meiner Zumere gegangen, was eigentlich ein bisschen risky war, weil er hätte an der Stelle auch sogar auf Sludgewave gehen können, in die er hätte ausgereicht. Wobei, naja, wusste mein Set noch nicht, er wusste natürlich noch nicht, ob ich Roost habe oder nicht, aber Earth Power wäre tatsächlich ein potenzieller Play gewesen. Also war das tatsächlich sogar ein bisschen risky. Ich gehe auf den Knuddler, das Moruta erwartend, aber er geht mir in sein Kagoron, was für mich ziemlich doof war, denn wäre hier eine Wasserattacke gekommen, wäre das natürlich noch besser gewesen, denn die hätte erstens getroffen im Vergleich zu dem Knuddler. Und zweitens, ja, wäre das alles besser für mich gewesen. Er geht jetzt auf die Igisam und hier dachte ich mir schon, ach nein, es ist das Set. Da muss ich sagen, ist mir auch richtig. Ich hatte gehofft, wir liefern uns hier ein offensives Match, weil eigentlich, ich glaube, an seiner Tabellensituation kann er nichts mehr ändern, ich kann an meiner nichts mehr ändern. Außer, dass Maxi, glaube ich, mit einer gewissen Differenz noch über mich kommen kann, aber das ist mir eigentlich komplett egal. Ja. Er sagt mir jetzt hier mit den Igelsamen ein bisschen KP weg, das finde ich hier gar nicht so schön und rufe hier tatsächlich sogar hart zurück, denn ich wollte nicht den Drop haben und dachte mir schon, dass er in sein Florges gehen wird, weil Florges ist halt speziell defensiv, wird die Moves von Rotom Heat hier abfangen. Das ist jetzt keine Überraschung, dass er dann da reingeht und dachte mir, okay, probieren wir es doch einfach uns ein bisschen dagegen zu setupen, gehen auf den Delegator, wenn er wieder dasselbe macht wie beim letzten Mal und denkt, er könnte hier Toxin drücken, dann liegt er hier falsch. Ich bin immer wieder erstaunt, dass Nico Raschi wirklich gegen so Mons wie Raikou oder Meloetta, die sehr oft Subcall Mind spielen, einfach eiskalt mal Toxin drückt. Weil
Potenziell bietet er denen so viel Setup. Ich weiß noch, in der Hinrunde wäre Subcore Mind Raikou durchgegangen. Deshalb dachte ich mir, gut, dann bringen wir dieses Mal in Subcore Mind Meloetta mit. Das könnte potenziell durchgehen. Leider ist er hier halt, wie gesagt, ein defensives Kargoron, was dem Ganzen tatsächlich hier einen Strich durch die Rechnung macht. Denn ein Heavy Slam wird halt garantiert ausreichen, weil Meloetta ist halt, ne... Ich gehe mal so weit und sage, dass Meloetta nicht besonders schwer ist. Während Kargoran dann doch ein Metallbunker ist, gefühlt. Und dieser Spukball macht halt nicht wirklich viel Schaden. Man merkt halt einfach, dass da defensives Investment drin ist. Wir kriegen aber den Spedeftra, was ich an der Stelle sehr schön fand. Und hier kommt auch der Rambus. Leider hat er den Rambus dabei. Wäre natürlich schön gewesen, wenn er nicht dabei gewesen wäre. Oder wenn da eine Lichtkanone drauf gewesen wäre. Das wäre noch besser für mich gewesen. Aber Rambus gegen mich zu spielen ist allgemein besser. Einfach weil Meloetta zum Beispiel oder Crobat einfach zwei sehr leichte Pokémon sind. Die mit Rambus leicht erwischt werden können. Ich gehe jetzt hier einfach erstmal auf einen weiteren Spukball. Dachte mir, komm, wir gehen nochmal auf die 40% Drop. Dann ist das nämlich danach auf jeden Fall weg. Da bringt einem auch der Protect nichts mehr. Er geht jetzt hier auf den Rambus und er macht halt knapp über 50%, glaube ich. Beziehungsweise ziemlich genau 50%, würde ich sagen, nachdem wir schon ein bisschen... Wir hatten schon ein bisschen Chip, ne? Ja, durch den Delegator und dann zweimal Leftovers. Also ein bisschen Chip hatten wir ja. Er geht jetzt zurück. Ich hatte hier die Hoffnung, dass er erst einmal protected, was an und für sich aber eigentlich dumm gewesen wäre, weshalb ich hier auf Gedankengut gehe. Eigentlich wäre Sub hier auch der bessere Play gewesen, aber ich hatte Angst, dass er vielleicht den Sub predicted und auf Heavy Slam geht und mich einfach nur von den KP her weiter runterbringen möchte. Im Endeffekt wäre es hier halt wirklich besser gewesen, Sub aufzusetzen, weil dann hätte er auch noch potenziell Angst haben müssen, weil er noch nicht weiß, ob ich Psychokinese als letzten Move im Set habe oder nicht. Leider habe ich diese tatsächlich. Ich glaube, in dem Moment wäre mir tatsächlich der Donnerblitz wirklich um einiges lieber gewesen. Wobei er eigentlich schon davon ausgehen konnte, dass ich den nicht dabei hatte, weil ich ja gegen Kargoron den nicht gedrückt habe. Und hier trifft er leider seinen Mülltreffer mit dem Greninja, was für mich tatsächlich wirklich unglaublich schlecht war, weil Greninja kriege ich wirklich, wirklich schwer weg. Und hier hatte ich einfach gehofft, bitte bleib drin und miss deinen Mülltreffer. Wenn ich schon meinen Knuddler miss, kannst du doch ruhig auch deinen Mülltreffer missen. Aber den hat er natürlich nicht gemisst. Wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Wir sind halt jetzt wieder in der Anfangssituation, wo er ja wieder auf Lorgis geht, während ich mich aber, glaube ich, direkt hier dazu entscheide, einen Double zu ziehen. Einfach weil der Lorgis Switchout war halt obvious, seien wir ehrlich. Und hier wieder in mein Crobat gehe und wieder hier versuchen werde, ein bisschen Chip auf das Team zu hauen. Denn momentan spiele ich eigentlich nur darauf, mindestens einen Kill zu machen. Beziehungsweise ein paar Kills zu machen. Ich spiele hier momentan eigentlich auch nicht mal wirklich auf Sieg. Weil ich schon gemerkt habe, okay, da durchzubrechen wird für mich nahezu unmöglich. Beziehungsweise wirklich sehr schwer mit dem Team, was ich hier auf die Schnelle gebaut habe. Deshalb müssen wir schauen, wie wir das machen. Ich gehe jetzt hier auch in meinen Rotom Heat. Weil ich den Ice Beam beziehungsweise die Earth Power predicted habe, dass ich dieses Mal vielleicht sogar in Dingsbums gehe. Wobei Azumarill ist gar nicht mehr da. Nee, ich bin einfach von Ice Beam ausgegangen. Rotom Heat ist halt jetzt drin, hat halt das Problem, dass jetzt auch noch die Tarnsteine liegen. Ich gehe auf die Kraftreserve Eis, meine ich. Ich weiß gleich, ich glaube, die sollte eigentlich Pflanze sein, aber ich habe irgendwie, glaube ich, hier die Hidden Power verkackt. Ist auch komplett egal, weil er Mega Swamp halt nicht mehr dabei hatte, also ist eigentlich ziemlich wurscht. Und kann jetzt hier durch den Voidwechsel wieder in meine Flotte 6 gehen, während er hier einen Unstraum ausspricht, was ich mir schon dachte. Und dann, ich glaube, hier war dann auch langsam der Zeitpunkt, wo ich mir dachte, meh. Wobei, ich glaube, gleich kommt Kargoron. Ich glaube, da kam dann der Zeitpunkt, wo ich mir dachte, meh. Eigentlich gar keinen Bock mehr, weil ich hatte gehofft, wir haben hier einen schnellen Kampf. Von schnell sehen wir hier noch nicht wirklich viel. Das war eher so ein sehr nerviger Kampf. Bei dem ich mir eigentlich die ganze Zeit immer nur denke, uff. Ich meine, prinzipiell haben wir halt ein sehr offensives Team, also eigentlich hätte ich hier durchbrechen können, sollen, müssen. Dadurch, dass ich das Team nicht wirklich gut gebaut habe, ist das hier mehr oder minder schwierig. Und mit mehr oder minder meine ich sehr schwierig. Hätte man vielleicht auch teilweise andere Sachen mitnehmen sollen, aber ich wollte einfach meine 6 Lieblingsmonster aus der Rückrunde mitnehmen, die ich einfach am schönsten und am meisten geliebt habe. Ich muss sagen, Togedemaru gehörte nicht dazu. Ich meine, Togedemaru liebe ich halt so, aber die halt auch was gemacht haben und das waren halt diese 6 meiner Meinung nach. Wobei ich mir gar nicht so sicher bin, ob Crobat in der Rückrunde so viel gemacht hat. Also in der Hinrunde hat er auf jeden Fall viel gemacht. Jetzt in der Rückrunde glaube ich gar nicht mal so viel, aber die restlichen haben mir schon sehr, sehr viel geholfen.
Ja, wir gehen hier nochmal auf den Shadow Ball, wir kriegen hier sogar einen Crit. Und ich glaube, hier droppt dann auch Meloetta. Das war nämlich dann der Zeitpunkt, wo ich mir dachte, es ist mir jetzt eigentlich wirklich ehrlich gesagt egal, wie dieser Kampf ausgeht. Ich spiele jetzt einfach noch auf einen Kill, damit kein 6-0 entsteht. Und dann ist mir eigentlich, dann ist Schicht im Schacht für mich, weil ich hatte wirklich keinen Bock jetzt. Weil das Ding ist, ich hätte hier noch sehr, sehr lange weiterspielen können. Und hätte im Prinzip auf ein anderes Ergebnis spielen können. Was aber wahrscheinlich auch nur 4-0, maximal vielleicht 3-0 geworden wäre. Und das ist halt wirklich, also ich sag's ganz ehrlich, das ist verschwendete Lebenszeit. Da habe ich wirklich Besseres zu tun, als hier großartig irgendwas lange zu spielen. Weshalb ich jetzt hier auch auf den Ränkeschmied direkt gegangen bin und mir dachte, hey, der wird eh auswechseln. Das kannst du jetzt ruhig machen, dann kriegst du nämlich auch das Nidoqueen weg. Und dann kann dir eigentlich das meiste wirklich egal sein. Dann ist es dir eigentlich egal. Ja. Giftschleim heilt mich wieder ein bisschen. Er geht jetzt wieder in sein Greninja. Wo ich ehrlich gesagt ein bisschen verwirrt war, warum er da reingeht. Denn das Ding bringt ihm halt nichts. Vor allem, weil er hier zurückzieht und mir zeigt, okay, er hat keine Wasserschuriken. Und geht jetzt hier in sein Reuniclus und dachte mir, hä, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Warum macht er das? Und das wäre halt ziemlich cool gewesen, wenn ich hier einfach auf die Sludge-Bomb gegangen wäre. Denn das hätte dem Reuniclus um einiges mehr Schaden gemacht. Um nicht genau zu sein, knapp 50%. Denn das sehen wir jetzt hier an dem Schaden. Und er hätte keinen Trick Room mehr rausbekommen. Und Spaßfakt am Rande, das hätte für ihn, glaube ich, ein riesiges Problem gegeben. Denn ich glaube, er hatte keine Wasserschuriken auf seinem Greninja, weil er braucht eigentlich Hydropumpe, er braucht Mülltreffer, er braucht Icebeam und er braucht, wie heißt die letzte Dings, Dark Pulse. Deshalb war ich da ein bisschen überrascht. So ist halt jetzt Reuniclus im Trick Room und wird hier durch mein Team einfach durchgehen. Das kann ich jetzt einfach so sagen, weil keins meiner Monster noch irgendwie die Chance hat, was zu überleben, außer Kyurem. Der überlebt halt keinen Fokusstoß, aber dafür müsste der halt jetzt erstmal connecten, aber ne, wir kennen's, die Gegner connecten gefühlt immer ihren Fokusstoß, ne, man kennt es von sich selber auch, die Gegner treffen irgendwie immer, man selbst irgendwie nie. Es ist jetzt auch zu dumm zum sagen, aber naja, ist halt im Endeffekt auch relativ irrelevant, wäre halt noch ein Kill mehr gewesen, hätte den Kampf noch ein bisschen länger gezogen. So verliere ich jetzt hier 5-0, ist glaube ich mit einer der größten mir egalen Niederlagen, die ich in meiner Geschichte als Ligaspieler gehabt habe, denn das Ding ist halt dadurch, dass wir ein Playoff-System hier haben, ist mir halt egal, ob ich jetzt Letzter bin oder ob ich, gut, Fünfter wäre mir jetzt nicht, Sechster wäre mir nicht so egal, aber 7, 8, 9, 10, 11, 12 sind mir halt so egal, weil es macht halt einfach keinen Unterschied. Von dem her ist mir das Ganze wirklich egal. Was kann man zu MPB sagen? Ich bin ja eingestiegen für Badel mit dem Hintergedanken natürlich auch schon, hey, du wirst hier eigentlich gar keine Chancen mehr auf die Playoffs haben, weil das ist, dafür hätte ich, glaube ich, jeden Kampf gewinnen müssen, gefühlt. Und dadurch, dass ich schon eine Niederlage gegen Nikorash in der Hinrunde hatte, wusste ich eigentlich schon, okay, das wird nichts mehr. Ich finde aber, wir haben uns ganz gut geschlagen. Wir haben uns auf jeden Fall hochgearbeitet. Wir haben sehr gute Siege errungen. Die Niederlagen waren teilweise halt eher so, ich weiß ja nicht. weil ich glaube, wir hatten jetzt, also in der Rückrunde zumindest, hatten wir eine Miss-Niederlage gegen Zelos, eine Freeze-Niederlage gegen Mika. Gegen Kusha haben wir, glaube ich, ganz normal verloren. Gegen wen haben wir noch gespielt? Gegen Maxi habe ich halt auch Meme-Kampf gemacht. Und halt jetzt hier war halt quasi eher eine normale Niederlage. Aufgrund von Faulheit. Also denke ich, ich glaube, wir hatten 5 Niederlagen. Ich denke, das ist eine ganz gute, ganz okay Statistik. Nächste Season weiß ich noch gar nicht, wie wir das machen oder wie ich dabei bin. Also prinzipiell, sage ich mal, hier wäre ich wahrscheinlich dabei. Die Frage ist halt nur, wann wir das Ganze machen, weil wir sind jetzt schon ziemlich weit und Gen 8 kommt ja auch irgendwann und jetzt ist ja erstmal Pause, beziehungsweise jetzt sind ja erstmal die Playoffs noch. Also die könnt ihr ruhig noch schauen. Und dann müssen wir mal gucken. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze ausgeht. Ich bin eigentlich zufrieden mit meiner Leistung, die ich hier abgeliefert habe, dadurch, dass wir halt mit wirklich einem relativ großen Rückstand hier reingegangen sind. Dafür ist das eigentlich eine ganz, ganz gute Leistung, denke ich. Das Einzige, wovon ich ein bisschen enttäuscht bin, ist, dass ich glaube, Comfy nur ein einziges Mal mitkam. Das lag, glaube ich, einfach daran, dass Comfy wirklich nicht in das Team reingepasst hat. Genauso wie Mega-Ups eigentlich, aber naja, das ist wieder was anderes. Ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich bei anderen Projekten wieder. Bis dann und ciao.